Tribe Studio. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meines kleinen Ableton Live Workshops. Heute geht es um das Thema Session View oder die Session View, die Ansicht hier, diese Session Ansicht von Ableton. Also grundsätzlich, Ableton hat halt zwei Formen der Ansicht. Einmal diese Session View, in der es sich halt immer um diese kleinen Loop-Schnipselchen dreht, so wie hier jetzt. Die kann man bei den MIDI-Clips einfach mit Doppelklick erzeugen, gibt da tolle neue Farben und so weiter. Die er dann eben immer im Loop abspielt. Das ist eben die eine Möglichkeit von Ableton zu nutzen. Und die andere, die schließen sich natürlich nicht gegenseitig aus, aber die andere Ansicht ist halt hier dieses Arrangement, diese Arrangement-Ansicht. Die kann man entweder hier oben, hier rechts oben, per Klick umschalten oder eben mit der Tabulator-Taste kann man das auch machen. Tipp am Rande, nehmt euch das Handbuch und übt Tag und Nacht Shortcuts, das spart Zeit, geht viel schneller von der Hand und je schneller ihr eure Idee in Ableton fixiert habt, desto schneller vergesst ihr sie nicht. Ha. Ja, das war poetisch, genau. So, also Session View. Ich mache mal alles Unwichtige zu hier an der Seite. Dieses ist eben die Ableton Session View. Hier gibt es halt einmal diese MIDI-Spuren, die hier oben ja auch schon so treffend bezeichnet sind. MIDI-Spuren und daneben Audiospuren. Ist klar, auf Audiospuren könnt ihr halt entweder Audiodateien reinziehen, das werde ich euch gleich zeigen, oder eben Audiodateien aufnehmen. Das werde ich euch in einem anderen Video zeigen. So, oder eben diese MIDI-Dateien. MIDI-Dateien sind eigentlich nur so kleine Files, die Noten und Steuerbefehle enthalten. Typischerweise allerdings heutzutage hauptsächlich halt Noten und eben Lautstärkeangaben und so weiter. Früher hat man damit oft komplexe Sachen gesteuert im Studio, also Synthesizer, Programmladen, welches Programm, Control Change Sachen und so weiter. Das wird heute nicht mehr so gemacht, machen bestimmt noch welche, aber ich denke mal, wenn ihr euch mein Tutorial anguckt, dann habt ihr kein Studio voller Hardware-Synthesizer, sondern seid auf softwaremäßig auf Ableton unterwegs und wollt damit eure Musik bauen. Darum gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Alles klar. Also, jetzt haben wir halt hier unsere schöne Session View. Wie gesagt, hier kann man eben die Clips reintun. Ich zum Demonstrieren mache ich jetzt mal kurz hier. Das haben wir ja in unserem letzten Video schon gelernt. Hier so einen kleinen Drum-Player rein, den Impuls. Ich lade jetzt allerdings, ich lade keinen, ich packe da mal Samples selber rein, so, ich fasse den einfach an, ziehe den hier rüber, zack, Kanal 1 hat sich geändert von MIDI, das ist die Bezeichnung für Lernkanal, in Impuls. So, jetzt gehen wir mal wieder hier in unseren Ordner, nehmen uns mal eine Snare und nehmen uns dann mal noch irgendwie eine Bassdrum, total tolle Bassdrum, nehmen wir. So, jetzt basteln wir uns hier mal eben schnell. Oh, ziemlich laut. Ich mache das mal leiser. Kann übrigens nicht zaubern, sondern ich habe hier so eine kleine einen kleinen DAW-Controller auf dem Tisch stehen, womit ich halt die Fader hier bewegen kann und so. Darum nicht wundern, wenn ich nicht alles mit der Maus mache, aber ich versuche mir das so gut wie möglich anzugewöhnen, damit ihr das gut nachvollziehen könnt. So, also, jetzt machen wir hier mal was ganz Spannendes. So, total abgefahren. So, jetzt habe ich hier mal so einen kleinen Clip gemacht. Also habe vorher hier unten in meinen Impulse-Player die Samples reingezogen. Dann hier auf diesen Kanal einen Doppelklick gemacht. Mache ich hier drunter nochmal. Dann erzeugt man eine leere Datei. Aber ich will jetzt erstmal die schöne in rosa da oben. Und jetzt spielen wir das mal ab. Ich mache es mal ein bisschen langsamer hier. Genau, so. Jetzt habe ich halt die erste Datei hier, den ersten MIDI-Clip erzeugt. Und jetzt sagen wir mal, das ist natürlich hier voll dufte und total gut. Da möchte ich eine Variation von erzeugen, damit das im Songablauf ein bisschen spannend wird. Dafür gehe ich jetzt mal bei und dupliziere das mal hier. So, habe einfach Steuerung D gedrückt, Shortcuts, super cool. Oder man kann hier bearbeiten und dann hier steht irgendwo, da steht duplizieren. Genau.
So, also, das haben wir. So, und jetzt habe ich hier zwei gleichfarbige untereinander. Das mag ich persönlich immer nicht so gerne, darum ändere ich jetzt mal kurz hier unten, ne? Die Farbe. So, und den zweiten, da möchte ich jetzt mal hier hinten total spannend eine Variation reinbauen. Ja, machen wir mal ein bisschen Action hier. So, und dann ziehen wir den auch mal hoch und noch ein bisschen lauter. So, jetzt habe ich eben hier Clip 1, der läuft. So, und jetzt beim vierten Mal, beim vierten Durchlauf, so drei sind es gewesen, mache ich den nächsten an. Total geil, oder? Im Takt und zack, kann ich so halt live performen. Sowas habe ich halt früher viel gemacht mit Synthesizern und Drumcomputern und so weiter. Dann live performen, das ist halt super gut, weil das halt alles immer im Takt ist und erst zum nächsten vollen Takt, wie jetzt hier, dann wieder wechselt. Das ist halt ganz schön. So kann man sich dann jetzt eben so ein paar Variationen bauen. Und kann die dann nacheinander abfeuern. Ich mache jetzt mal hier nochmal, weiß ich auch nicht genau, irgendwie nochmal so ein Wirbel oder sowas. So, ich mache mal hier so ein bisschen humanized und jetzt checken wir mal, dann haben wir. So, und dann hier unser toller Wirbel. Genau, so, also so viel zu MIDI-Clips im Session View. Das verhält sich mit Audio-Clips natürlich genauso. Jetzt muss ich mal gerade ganz kurz gucken hier, was passt denn dazu? Lass uns doch mal hier in den hier Hip-Hop-Ordner. Haben wir hier nicht irgendwie irgendwas Tolles? Weiß ich auch nicht. Licks und Samples, ich weiß gerade nicht. Ist nicht so richtig vorbereitet, was ich hier mache. Das merkt ihr vielleicht gerade. Ah ja, total toll. So, das ziehen wir mal rein. Play. So, jetzt habe ich halt hier meine zwei Files, aber ich möchte halt, dass mein Song anders anfängt. So, und zwar soll mein Song anfangen, nur mit der Kickdrum und nicht diesem Sample. Und da gibt es halt jetzt eine tolle Möglichkeit, um die Songstruktur sich hier schon mal vorzupuzzeln. Und zwar, indem man halt hier untereinander sich seine Sachen kopiert, wie ich es hier schon gemacht habe. Und dann kann man nämlich hier auf der rechten Seite, hier bin ich, hier rechts, kann ich hier mir verschiedene so Playpunkte setzen. Und der erste ist in dem Fall jetzt halt nur der eine Clip, der hier läuft. Den hätte ich natürlich auch per Hand anklippen können. Aber jetzt wird es halt tricky. Und jetzt drücke ich hier und zum nächsten Takt macht er das halt, die alle zusammen. Und das kann man dann natürlich beliebig fortführen. Ich mache den jetzt hier einfach mal nochmal kürzer als Variation. Und drück jetzt nochmal hier unten und dann läuft unser Wirbel. Und wieder zurück. Genau. So, das im Session View. So, das haben wir dann. Das sind halt die Standardfunktionen hier, eben Play, Stop. Und in dem Fall hier jetzt auch Play, Stop. Genau. So, dann gehen wir nochmal ganz kurz auf den Mixer hier unten ein, auf die Funktionalitäten von dem Mischpult. Ich denke, dass es relativ selbsterklärend ist, aber ich erzähle es nochmal kurz. Also, wir haben halt einmal, ich mache mal wieder da diesen schönen Clip an. Einmal hier unseren Kanalfader. Hier unten geht es weiter. Ne? Kanalfader, mit dem wir einfach laut und leise machen können. Dann ist hier klassisch Panorama links und rechts Knopf. So, hier ist dann. Da, wo die Zahl steht, das ist der Mute-Knopf, wenn man so will. Also man Zahl gelb aktiviert, Zahl grau deaktiviert, wie man hört. Darunter ist die Solo-Funktion. Also wenn ich mehrere Kanäle laufen habe, so wie jetzt, dann kann ich mit dem Knopf hier Solo machen und dann höre ich nur den einen Kanal, drücke ich wieder zurück. Höre ich wieder alles. Möchte ich mehrere Kanäle solo machen? Das ist bei Ableton ein bisschen tricky. Das geht nicht einfach so. Dann muss ich die STRG-Taste, die Steuerungstaste, gedrückt lassen und drücke dann weitere Solo-Tasten dazu. Und dann können wir hier schön viele Kanäle solo hören. Einmal drücken, ist das wieder aufgehoben. So, darunter ist unsere schöne Record-Knopf.
bei dem Audiokanal jetzt kann ich es auch jetzt gar nicht aktivieren, weil was läuft, aber Audio Record zeige ich euch ein anderes Mal. Bei dem MIDI Record ist es halt einfach, wenn ich das angemacht habe, für den Kanal kann ich dann hier auf dem Keyboard meine Sachen spielen und das würde er dann entsprechend aufzeichnen. So, das halt Standard Mixer Funktion. Hier drüber sind halt noch Send-Regler, die senden quasi einen Teil des Signals hier, also quasi virtuell aus dem Mischpult bzw. aus Ableton raus, in meistens einen Effekt und der geht dann hier zurück in dem Return. Das zeige ich euch auch noch einmal ganz kurz. Hier ist jetzt auch schön bei Ableton 9 immer schon standardmäßig ein Effekt drin. In dem Fall jetzt hier ein Hall. Das heißt, hier ist ein Hall-Effekt, den kann ich auf alle Kanäle drehen. Ich mache jetzt mal kurz Play. So, und jetzt kann ich hier drehen. Eins ist der Hall. Hört man jetzt. Vor allen Dingen, wenn man ausmacht, hört man den gut. Genau, der Hall. Oder ich glaube, hier ist ein Delay, genau. So, und das Schöne daran ist jetzt, ich könnte den ja auch hier auf jeden Kanal ziehen. Den Hall, aber ich kann halt jetzt von jedem Kanal das gleiche Hallgerät ansteuern und somit brauche ich nur eins, weil die sind auch immer ziemlich prozessorhungrig und je nachdem, was euer CPU so hergibt, kann da schnell Ende sein, wenn man viele Hallgeräte lädt. Genau, außerdem lassen sich dann so schöne Sachen realisieren wie hier, sowas mache ich gerne. Hier alles auf Anschlag, drehe den hier runter. Das läuft ganz normal und dann in dem Break brauche ich nur noch einen Knopf schieben und auf allen Kanälen entsteht Hall und ist dann entsprechend auch wieder weg. Das ist auch eine schöne Funktionalität. So, hier ganz rechts ist halt noch der Master Fader. Also wir sind hier ganz rechts, ne? Master da. Oben eben mit diesen Play-Tasten haben wir ja gesagt. Diese Taste, die beleuchten wir jetzt erstmal nicht, da geht es nur darum, das zurückzusetzen auf den Stand, der hier im Arrangement-Modus ist. Da der aber kein Stand ist, ist das jetzt auch gerade uninteressant. Hier haben wir Tasten Post und Pre für die Aux-Sense. Das spielt wohl hauptsächlich eine Rolle, wenn man ein Monitoring, also für eine Aufnahme, einen Künstler hier mit Monitor-Mix macht. Das ist halt einfach Post, Fader heißt hinter dem Fader geht es hier in den Send, das heißt, wenn der Fader runter geht, geht auch nichts ins Zahlgerät. Pre, wenn ich das auf Pre umstelle, dann würde ich halt, das kann man mal kurz zeigen, ich mache mal hier wieder was an, schiebe den Hall mal wieder hoch. So, und wenn ich jetzt den Kanal runterziehe, dann geht es immer noch ins Zahlgerät, obwohl der Kanal aus ist und bei Post-Fader geht es nur ins Hallgerät, wenn auch der Kanal an ist. Genau, und hier unten haben wir dann unseren Master, der hat halt keine Solo-Funktion, sondern hier eben das Knöpfchen fürs Vorhören, die Lautstärke. Und hier auch links, rechts Panorama. Das war's gewesen. Genau, alles klar. So viel zum Thema Session View und Mixer. Ja, alles weitere in den kommenden Videos. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis bald, euer Dennis vom Cube Tribe Tonstudio. Servus! Cube Tribe Studio.